Anlehnung hat einen unheimlich hohen Stellenwert für jeden Reiter und für jedes Pferd in der Ausbildung. Sie ist nicht umsonst so früh in der Skala der Ausbildung dran. Und Anlehnung bedeutet auch Verbindung. Nicht nur Verbindung zum Pferd, zum Pferdemaul, sondern Verbindung zur Hinterhand auch. Gut so. Und über das Reiten ergibt sich die Anlehnung. Es ist nicht so, dass ich die Anlehnung erreite mit der Hand oder dass ich den Hals reite, sondern ich möchte eigentlich den ganzen Körper reiten und daraus ergibt sich dann die Anlehnung. Für mich ist Anlehnung auch immer sozusagen der Spiegel der Rückentätigkeit und auch der Spiegel der Kraft, weil oft haben Pferde einfach noch nicht genug Kraft, um sich zu tragen und dann legen sie sich drauf und drücken. Und das sagen wir immer, alles, was drückt, trägt nicht. Man sieht jetzt die ganz lockere, leichte Verbindung. Und der Dino darf arbeiten. Der Dino trägt. Der Benny ist trotzdem verbunden über seinen Sitz und mit den Unterschenkeln. Sehr gut war das. Echte Kontrolle kommt sowieso nur über den Körper, übers Hinterbein. Die kommt nicht von der Hand. Echte Kontrolle kommt aus unserem Sitz und von der Hinterhand des Pferdes. Das, wie der Benny das vorhin wahrscheinlich schon erklärt hat, dass wir nur noch das Zünglein an der Waage sind, dass wir wirklich fein agieren können mit unserer Hand. Sehr gut. Das Gebiss sollte immer der Anatomie angepasst werden. Und das ist eigentlich auch das Wichtige. Jedes Pferd hat eine andere Anatomie. Das ist ähnlich wie beim Schuh. Wir probieren das an im Laden, gucken, ne, wissen ja unsere Größe und schauen, fühlt sich das gut an. Und das müssen wir dem Pferd abnehmen. Wenn das Pferd korrekt und losgelassen in der Anlehnung ist, dann erfolgt über das Kiefergelenk eine leicht malende Bewegung. Und das muss natürlich auch mit dem Reithalfter möglich sein. Und zwischen diesem Punkt, Ende Jochbeinleiste auf halber Strecke, finden wir hier ein Loch im Schädel, einen Nervenaustrittspunkt, ein ganz sensibler Bereich, wo eben kein Reithalfter draufsetzen soll. Das heißt, wenn ich also das Reithalfter direkt bis unter das Jochbein schnallen würde, würde es direkt auf dem Nervenaustrittspunkt liegen. Das sollte man also vermeiden.